auf euch und willkommen hier zu einem weiteren Back United Bundesliga Orakel hier auf meinem Kanal. Und natürlich muss diese Partie orakelt werden, alleine schon für die Bayern-Fans und auch für die Kölner-Fans. Bayern gegen Köln. Die Bayern letzte Woche, ja, mit einem holprigen Start, sagen wir es mal so. Als Bayern-Fan erwartet man natürlich, dass man gewinnt. Sie haben nicht gewonnen. Köln hat überzeugt aus meiner Sicht, außer die ersten 30 Minuten. Was danach abging mit Hertha, kein Kommentar. Ich bin immer noch gebrochen. Auf jeden Fall Bayern gegen Köln. Ich sage, die Bayern gewinnen 3-1. Das war auch mein Tipp am Freitag in der Orakel-Konferenz. Und bei diesem Tipp bleibe ich. Bayern gewinnt 3-1. Was sagt ihr? Schreibt mir eure Tipps in die Kommentare. Ich habe 2 Elfer-Päckchen am Start und würde sagen, let's go. Let's go. Wir starten rein. Wir starten rein in die Partie mit der Topform-Karte. Dann Benno Schmitz. Benno Schmitz und Köln geht direkt in Führung. Ach du Kacke. Die Bayern werden hier geschockt. 0-1 für den ersten FC Köln. Mukiele, Marco Reus, Kader Rabeck, Gregoritsch, Amenido, André Silva, Christian Günther und Konrad Leimer. Niemand vom FC Bayern und keine weitere Kölner Karte. Das heißt, Köln nimmt die Führung mit in die Halbzeitkabine. Was geht denn jetzt hier ab? Köln nimmt die Führung mit in die Kabine. 0-1. Holy shit, Mann. Halbzeit 2. Jetzt bin ich heiß wie Frittenfett hier. Werden die Bayern verlieren? Kalajdzic vom VfB. Olisivo, Baumgartner, Florian Wirtz, Peter Gulagi, Gujelab, Friedrich, Benatelli, Marc-Oliver Kempf, Bender und Karl-Heinz Riedle. Die Bayern verlieren gegen Köln. 0-1. 0-1, das wäre eine Sensation aus meiner Sicht, eine ganz klare Sensation. Wenn Köln hier ja, weiter marschiert, sage ich mal, mit dem zweiten Dreier in der zweiten Partie. Und dann noch gegen die Bayern. Also wenn das in echt passiert, dann weiß ich auch nicht. Ich bin gespannt, wie es in echt ausgeht. Eure Tipps unten rein. Lasst gerne ein Like, lasst ein Abo da und dann bin ich jetzt raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.